Ja, Dark Patterns, schwarze Muster. Jeder, der von euch das Internet in der letzten Zeit das Internet benutzt hat, hat festgestellt, dass da teilweise ganz komische Sachen passieren, dass man Fragen gestellt bekommt, die eine ganz einfache Antwort haben, mit einem großen grünen Button, und ganz versteckt gibt es weitere Knöpfe, mit denen man die Datensammlung vielleicht ablehnen kann. Und das sind die sogenannten Dark Patterns, dunkle Muster. Und dazu hören wir jetzt von Jennifer einen Vortrag. Willkommen. Einen Applaus. Für Jennifer. Exactly. I'm going to Vielen Dank. Shake my screen. Genau. Ich wackel hier gerade aus Versehen am Monitor. Ich möchte gerne heute reden über die Dark Patterns und warum die so anstrengend sind. Und als Webentwicklerin möchte ich gerne auch über den geschäftlichen Teil dieser Frage reden. Lass uns anfangen. What are dark patterns? Well, dark patterns are ja, was sind nun Dark Patterns? Das sind Tricks in Websites, die einen dazu bringen, Sachen zu machen, die man eigentlich gar nicht machen möchte, zum Beispiel etwas kaufen oder sich für etwas anmelden. Was heißt das? Ich definiere sie als Designentscheidungen, die dafür sorgen, dass der kapitalistische Profit maximiert wird. Und XKCD hat natürlich ein perfektes Beispiel für sehr lästige Dark Patterns, auf die man jeden Tag stößt. Ja, die Cookie Consent, die Cookie Zustimmungsformulare. Warum gibt es jetzt diese Dark Patterns? Kapitalismus. Profitmaximierung geht über gut benutzbare User Experience, weil der Journalismus nicht mehr funktioniert, weil keiner dafür zahlen will. Und sie benutzen Dark Patterns, um wenigstens darüber Geld einzunehmen. Jeder macht es, weil es fertige Libraries gibt, die das umsetzen. Und die setzen also schon selber Dark Patterns ein. Und dann ist es besonders einfach, das einfach hinzuzufügen, vielleicht auch ganz aus Versehen. Und die DSGVO richtig umzusetzen, ist halt sehr schwer. Grundsätzlich eine gute Idee, dass Menschen mehr Kontrolle über die Daten haben, die sie preisgeben. Aber es ist nicht besonders gut geschrieben worden, das Gesetz, speziell wenn es um Cookies geht. Und die Daten werden also weiterhin gestohlen. Man muss dem einfach zustimmen jetzt. Lass uns ein paar Beispiele angucken, wie solche Dark Patterns funktionieren. Ja, das Erste, was man sehen kann, da geht es um die Gestaltung von Zustimmung und Ablehnung. Und man benutzt also die Primärfarbe, um Sachen zu markieren, die standardmäßig geklickt werden sollen. Und andere Knöpfe werden gerne werden kontrastarm gemacht oder sehen noch nicht mal wie ein Knopf aus. Und hier gibt es einen roten Rahmen um den Knopf gemacht, wenn man also das Betriebssystem nutzen möchte, ohne einen Microsoft-Account anzulegen. Und wenn man also Daten löschen möchte, die man vielleicht schon abgegeben hat.
Und das ist eine Art, wie Menschen, die jetzt nicht Experten in User Interface Design sind, hier in die Irre geleitet werden. Interessante Benutzung von Sprache. Zum Beispiel ist die Webseite auf Deutsch, aber Zustimmungsformular ist auf Englisch. Formular verwendet unterschiedliche Sprachen innerhalb desselben Formulars. Und das ist natürlich für viele Menschen ein Problem, die nicht in beiden Sprachen fließend sind. Doppelte Verneinung, bitte senden Sie mir keine Marketing-Mails nicht. Mehr erfahren bedeutet eben nicht nein. Und das ergibt relativ wenig Sinn. Eine weitere Geschichte ist, einige Sites sorgen dafür, dass man so ein Pop-up nicht einfach wegklicken kann. Und man muss tatsächlich dann erstmal wieder hochscrollen, um den Dialog wegzubekommen. Und dann man kann also dann das Scrolling, man kann nicht mehr richtig auf der Seite scrollen und das Ganze ist also super verwirrend. Der Schließenknopf, der da vielleicht ist, der bedeutet eben nicht, dass man widerspricht, sondern das bedeutet dann implizite Zustimmung. Ein Ausdruck wie meine Auswahl ignorieren bedeutet dann in Wirklichkeit eben auch Zustimmung. Und es gibt sehr viel Text darunter gibt es eine Liste und die scrollt nochmal individuell, sodass man gar nicht sieht, wie viele Einträge da in Wirklichkeit sind. Und man muss da 100 Mal klicken und alles einzeln ablehnen. Ja. Also hat man dann 400 einzelne Einträge abgelehnt und dann klickt man unten auf meine Einträge ignorieren und hat dann doch allem zugestimmt. Und hier ist ein Beispiel. Viele Seiten haben dann zum Beispiel ein Abo-Modell und man kann, es ist dann jetzt vorausgefühlt, dass man so ein Abo abschließen möchte, anstatt es einmal zu kaufen. Und das bedeutet, dass man dann dauernd weitere Exemplare zugeschickt bekommt, ohne dass man die vielleicht überhaupt braucht. Und wenn man das benutzt, während man müde ist oder sonst wie gerade nicht so aufmerksam, dann haben wir mittlerweile alle gelernt, solche Pop-ups ganz schnell wegzuklicken, weil die uns daran hindern, das zu tun, was wir eigentlich machen wollen. Und diese Pop-up-Fatigue, also diese Pop-up-Ermüdung, ist ein weiteres Beispiel. Wenn man hier links guckt, dann sieht man hinzufügen zum Warenkorb, add to cart, und man würde denken, ja, dann kriegt man das alles in den Warenkorb. In Wirklichkeit fügt man hier jetzt also tatsächlich dieses Abo hinzu und nicht das einzelne Produkt. Forced Action, forcierte Aktion. Man kann nicht weitermachen, ohne sich mit dem Pop-up zu beschäftigen. Manchmal kommt dieses Pop-up erst, nachdem man schon angefangen hat, die Seite zu lesen. Auf Instagram, auf der Instagram-Website passiert das zum Beispiel sehr häufig. Dann muss man sich anmelden, bevor man weiterlesen kann. Auf vielen Newsseiten hat man das Gleiche, dass man den Adblocker tatsächlich eingesetzt hat. Dann muss man sich anmelden oder den Adblocker deaktivieren.
cannot consent to cookies if your browser setting doesn't say do not track. They also tell you. Und dann haben wir noch eine ganz spezielle Geschichte. Wenn man in seinem Browser do not track aktiviert hat, dann sagen einem die Sites, ja, das geht nicht. Ihr müsst dem Setzen von Cookies zustimmen. Und wenn ihr das Setting in eurem Browser nicht rauskonfiguriert, dann könnt ihr überhaupt nicht mit dieser Site interagieren. Und das ist natürlich auch ein Dark Pattern, weil die Leute alles Mögliche machen müssen, um überhaupt weiterzukommen. Und dann haben wir noch Login with Google auf allen Seiten. Und nur, weil man einen Blogpost lesen möchte. Warum? Ich will noch nicht mal kommentieren, nur um es zu lesen, muss ich mich bei Google anmelden. Und natürlich irgendwann sagt man, okay, dann klicke ich da jetzt halt drauf, weil das so nervt. Ja, dann kommen wir zu Druck aufbauen. Dann wird einem vorgegaukelt, es würde hier eine Zeit ablaufen und wenn man nicht handelt, dann kriegt man den großen Vorteil, der einem hier angepriesen wird, eben nicht mehr, wenn man nicht schnell genug klickt. Und man sieht hier, also es sind nur noch 5 über. Wenn du jetzt nicht klickst, dann sind die vielleicht alleine weg. Aber vielleicht gab es von Anfang an nur 5 Zimmer in diesem Hotel. Und natürlich auch der Satz, so und so viele Leute schauen gerade dieses Angebot an. Und natürlich, jetzt in 2021 ist es ein bisschen unglaubwürdig, dass angeblich Hunderte oder Tausende von Menschen sich gerade Hotelbuchungen angucken. Die Rate, mit der angeblich Hotelzimmer gebucht werden, die kann so sicherlich auch nicht stimmen im Moment. Ja, und dann gibt es so eine ganze Sammlung von Dark Patterns bei Amazon, wenn man seine Prime-Mitgliedschaft tatsächlich kündigen möchte. Also, um die Prime-Mitgliedschaft zu kündigen, muss man erstmal auf Prime gehen. Open this little carrot thing, which allows you to end your membership. Dann, also man muss eine richtig lange Liste an Klicks durchgehen. Und dann gibt es unten diese Warnmeldung, Achtung, wenn ihr das jetzt abbrecht, wenn ihr die Prime-Mitgliedschaft cancelt, dann gibt es gehen folgende Sachen nicht. Und dann muss man auf ich möchte meine Vorteile nicht haben klicken. Und dann kommt man auf eine weitere Seite, die sagt, hey, gute Nachrichten, genau für dich gibt es Prime jetzt günstiger. Das ist kein exklusives Deal, das ist einfach nur dieses, wenn man einmal im Jahr bezahlt, dann ist das immer für alle verfügbar. Und das ist eine Lüge. Und ich bin jetzt okay, das hat mich nicht dazu gebracht, meine Membership zu verlängern, dann klickt man auf Mitgliedschaft beenden und dann kommen wir auf eine Seite, wo man seine Mitgliedschaft endlich beenden kann und beim nächsten möglichen Zeitpunkt. Und dann, wenn man den angeklickt hat, dann kommt man auf eine Seite, die viele Warnungen zeigt, nach dem Motto, hey, du hast einen Fehler gemacht. In einem Klick kann man das dann nehmen, weil Subscriben so einfach ist wie möglich. Man kriegt viele E-Mails und wenn man beim nächsten Mal etwas kauft, vielleicht ist das echtes Deal, dass man es für eine Woche bekommt und eine weitere Warnung, dass man eigentlich Prime haben möchte. Und außerdem ändert sich meine Sprache die ganze Zeit, aber das ist nicht der Hauptpunkt hier.
Aber eine Sache, die einfach gut ist, es war möglich, sich zu subscriben. Das ist New York Times. Normalerweise kann man mit einem mit jemandem chatten, aber aktuell sind alle besetzt. Also man kann diese US-Telefonnummer anrufen. Und das ist nicht möglich für alle. Und das ist ein riesiger zusätzlicher Aufwand, um so eine Sache zu subscriben. Um das zu löschen. Man hat sie mit Sicherheit nicht mit einem Telefonanruf angefangen. Und das ist viel schlimmer, wenn man selber limitierte Fähigkeiten hat. Zum Beispiel ist es problematisch, wenn man hören kann. Ein Telefonanruf ist einfach schwierig. Wenn man einen schlechten Kontrast hat, dann kann man vielleicht auch Sachen nicht sehen. Und es gibt viel mehr physikalische Bewegung notwendig, um seine Ziele zu erreichen. Es kann auch sein, dass ja, teilweise ist es halt auch schwer, mit den Spracherkennungsprogrammen zuzugreifen. Und das ist auch schlimm, wenn man nicht genug Geld hat. Nicht zustimmen ist etwas, was viel Zeit kostet. Wenn man einfach nur eine Pause hat und einfach nur ein bisschen Nachrichten lesen möchte, dann ist das in vielen Stellen einfach nicht möglich. Billige Monitore haben auch Probleme mit geringen Kontrasten. Wenn der Bildschirm einfach zu billig ist, kann man es vielleicht nicht sehen. Wenn man mehr Optionen anklickt, dann braucht man mehr Bandbreite und die kann auch kosten. Und wenn man es nicht hinkriegt, die Abos zu kündigen, wäre teilweise problematisch. Vielleicht ist es, für viele Leute ist es ein Problem, 8 Euro im Monat für etwas zu bezahlen, was sie eigentlich nicht wollen. Und ich muss jetzt auch etwas sagen, weil ich habe auch solche Sachen implementiert. Es war mein erster echter Job nach meiner Ausbildung, und zwar eine Firma, wo ich dachte, wo sie so etwas nie machen würden. Es war sehr beliebt, und sie haben sich um ihre Kunden gekümmert und zumindest was sie nach außen gezeigt haben. Außerdem habe ich versucht, Management dabei das auszureden, und 6 Monate später habe ich die Firma verlassen. Ich war burnt out. Ich hatte deinen ersten Job so früh zu verlassen, ist führt dazu, dass man sich selber ja, und man fühlt auch, dass man ignoriert wird, weil man möchte diese Sachen nicht im Internet haben, aber ich bin glücklich, dass es passiert ist. Ich bin jetzt bei einer anderen Firma, bin da viel glücklicher und das ist meine persönliche Geschichte. Was erzählt es, sagt es über unseren Job, wenn man solche Sachen implementieren muss? Es bedeutet, dass für den Arbeitgeber ist viel wichtiger, es Geld zu machen, als die Kunden. Die denken über Kunden nur darüber, wie viel Geld man mit ihnen machen kann. Und das führt dazu, dass auch die Angestellten ähnlich verhandelt werden. Man wird nicht, gibt keine Wege, die Arbeitszeit zu benutzen, nicht direkt mit Methoden, Jobs, die nicht direkt Geld machen, zum Beispiel sich weiterzubilden. Und sie wollen so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich machen, und in vielen Fällen gibt es dann keine Weiterbildungsmöglichkeiten. Und das müsst ihr nicht akzeptieren. Das könnt ihr machen, da könnt ihr dagegen machen. Das erste ist, redet mit eurem mit der Firma. Vielleicht wissen sie gar nicht, wie schlimm es ist, was ihr da implementiert. Also das ist ein guter erster Schritt. Wenn das nicht funktioniert, dann könnt ihr Betriebsrat gründen, dann könnt ihr zusammenarbeiten, und dann können mehrere Leute zusammenarbeiten,
und sagen, hey, es ist ein Problem, diese Leute sind auch der Meinung, dass es ein Problem ist und es ist jetzt meine Aufgabe, mit euch darüber zu reden und ich kann für sie reden. Und wenn das alles nicht funktioniert und dann nicht, dann könnt ihr auch den Job wechseln, weil Professor-Techniker sind immer beliebt. Ja, während der Pandemie ist es schwieriger, aber es ist immer noch möglich. Und vielleicht könnt ihr auch andere Kollegen finden, die mitführen, mit euch gehen. Und vielleicht könnt ihr eine neue Firma gründen, wo ihr eine viel bessere Arbeitsumgebung habt. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Die Folien werden auf meinem Blog verfügbar sein. Ich werde auch, und man kann auch über diese E-Mail-Adresse erreicht werden. Und ihr könnt auch Fragen im Q&A stellen. Es gibt noch viel Zeit. Da gibt es ein Pad verlinkt auf der Seite vom miljetz.de. Und da könnt ihr auch die Fragen auf Deutsch reinschreiben. Ja, danke. Wir werden die Fragen jetzt anschauen. Die erste Frage ist, könntet ihr ein paar Details geben, welche Patterns sie von dir wollten, die du implementieren solltest? Was solltest du bei deinem ersten Job implementieren, wenn du darüber reden möchtest? Ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil eine Erlaubnis, aber das Ziel war, dass Kunden mehr Geld ausgeben, weil sie mit dazu gebracht werden sollten, einen anderen Plan zu bestellen. Nächste Frage. Well, it's more of a remark. As you spoke about Amazon Prime. Mehr eine Anmerkung. Du hast über Amazon Prime geredet. Viele sagen, dass Sky auch schwer ist, loszuwerden. Oder schwer zu liegen ist. Und wir haben anscheinend nicht so viele Fragen dieses Mal. Es wird gerade was eingetippt. Also alle, die noch im IRC sind oder im Pad anschauen, in der Videobeschreibung gibt es einen Link zu diesem Fragen- und Antworten-Pad und ich sehe, dass es Leute benutzen, das heißt, sie kommen. Yeah, so let's just wait for a minute for more questions to come in. And do you have? Lass uns noch mal ein bisschen auf weitere Fragen warten. Hast du irgendwelche weiteren Anmerkungen, die du jetzt einfach in dieser Zeit raushauen möchtest? Ja, beim Sky, ich habe jetzt Amazon Prime als Beispiel gewählt, weil es ein wirklich schlechtes Beispiel ist. Und das ist eins der schlimmsten Erfahrungen, die man haben kann, Prime zu. Weil ich habe es versucht und ich habe es nicht hingekriegt. Und ja, das ist, viele Seiten sind ähnlich. Es ist nicht nur Amazon, die so schlecht sind. And obviously there's a monetary incentive for companies to nudge people in this direction. Und es gibt ein monetäres Ziel von, dass Menschen das machen und alle, und dann gibt es halt natürlich auch den Network-Effekt, dass alle es machen. Warum wir nicht? Das heißt, wenn ihr in einer Position seid, das zu diskutieren oder wirklich zu ändern, dann könnt ihr das Internet für alle besser machen. Weil ja, als schlechtes Beispiel, andere es als schlechtes Beispiel sehen, dass sie dann eben nicht kopieren. Ja, das ist wahr. Viele Websites implementieren Dark Patterns, weil es der einfachste Weg ist.
Und wenn man also ein Dark Pattern blockieren kann, dann unbedingt. Ja, Leute wachen auf und jetzt kommen die ganzen Fragen ins Pad. Ja, lass uns mal schauen, was wir kurze Antworten auf kurze Fragen bekommen. Du hast schon gesagt, dass du Bedenken hattest in deinem ersten Job. Und ist das Management, haben sie Ausreden gefunden oder wie ist das abgelaufen? Nee, ich glaube, da war kein wirklicher, kein guter Ort dafür. Ich konnte nicht mit den Verantwortlichen direkt reden, sondern nur mit meinem Teamleiter. Und der fand das nicht so schlimm und er hat gesagt, ja, ich spreche das mal an, aber ich habe nie was zurückgehört. Und es war nicht wirklich möglich, da mit jemandem drüber zu reden und da Verständnis für zu erzeugen. Und das zeigt, dass es teilweise sehr schwierig sein kann, da tatsächlich in eine Position zu kommen, das zu beeinflussen. Ja, in deinen Augen, was ist der Unterschied zwischen Dark Pattern und Informationen, zum Beispiel bei eBay? Ja, bei eBay ist das so ein bisschen eine Grauzone. Wenn etwas verkauft wird, dann möchte ich das schon gerne wissen. Und es wäre schlecht, wenn ich nicht das bekomme, was ich haben möchte. Aber viele diese Hinweise, dieser künstliche Druck, der da aufgebaut wird, das sind häufig wirklich nur Zufallszahlen. Und wie ich gesagt habe, die Hotel-Sites, die machen das gerade nicht, weil das so offensichtlich unsinnig ist. Und ja, jetzt geht es so in die Richtung Cognitive Bias. Also die Simulation von Knappheit, nur noch 5 Zimmer verfügbar. Und weil man das nicht überprüfen kann, ob das wirklich stimmt oder. Ja, nächste Frage. Es gibt auch Tag Patterns, wenn es darum geht, Leute auf einer Seite zu halten, um die Verweildauer auf der Seite zu verlängern, um mehr scrollen, also bei Social Media insbesondere. Hast du damit Erfahrung? Ja, also ich kenne niemanden, dem diese Videos wirklich gefallen und ihm das Spaß macht. Und die Verweildauer zu erhöhen, und ja, da geht es also wirklich um kommerzielle soziale Netzwerke. Zum Beispiel indem die Benachrichtigungen über die Zeit verteilt werden und nicht alle auf einmal reinkommen. Also ein Trick ist, so zu tun, als gäbe es dauernd neuen Content, damit du auch ein Gefühl entwickelst, was zu verpassen, wenn du nicht dauernd hinguckst. Und glücklicherweise gibt es auch Social Media, was nicht so funktioniert. Man kann sich also weiterhin dann der Vorstellung hingeben, dass man da reinschreien kann und das eben als soziales Erlebnis verstehen kann. Ja, es gibt sehr viele Leute, die dieses Gefühl hervorragend triggern können. Du hast erwähnt, dass viele Libraries die DSGVO-Voraussetzungen mit Dark Patterns umsetzen. Ich kann im Moment keine Liste nennen, weil ich bisher immer alles selber implementiert habe. Und das Problem ist natürlich, dass wenn man die Leute wirklich normal fragen würde, ob sie zustimmen wollen, dass man sie im Detail trackt, dann würden natürlich alle Nein sagen.
Und es gibt bessere Möglichkeiten. Es gibt einige, die so halbwegs gut funktionieren. Und die Buttons waren also gleich groß, alles ablehnen oder zustimmen und gleichwertig. Und dann füge ich noch hinzu, dann hat hier noch ein Zuschauer gesagt, das ist NGOs wie EDRI, Digital Courage, die sich um genau solche Fragen kümmern. Und dann noch zur ethischen Webentwicklung. Und Menschen hier im Pad finden es bewundernswert, wie du dich hier engagierst. Gerade nicht kommerziell. So, dann haben wir noch eine Frage. Ob du etwas über LinkedIn weißt. Ich weiß, dass es ziemlich schrecklich ist, zumindest aus meiner Erfahrung. LinkedIn verwendet eine ganze Reihe von Dark Patterns. Der Cookie-Kram ist da. Sie erzählen dir immer, dass du unbedingt die App installieren musst, weil die Experience so viel besser sei. Und sie schütten dich mit E-Mails zu, selbst wenn gar nichts passiert. Du kriegst also jeden Tag eine E-Mail, dass du schon von so und so viel Suchen gefunden wurdest und dass die Recruiter dich schon, fast schon gefunden haben. Und als ich auf Jobsuche war, habe ich gemerkt, wie sinnlos und wenig wertvoll das alles ist. Und die Behauptung, es gäbe da ungelesene E-Mails, um dich wieder zur Interaktion zu bringen. Also ziemlich schreckliches Beispiel für den Einsatz von Dark Patterns. Ja, das habe ich auch erlebt mit eBay. Sie überfluten dich mit Informationen, die du gar nicht haben wolltest. Hast du Vorschläge, wie man als User damit umgehen kann? Wie kann man da sich durchfinden, wie, selbst wenn man das vielleicht gar nicht direkt beeinflussen kann, wie die Site funktioniert, wenn man diesen Service benutzt? Und also wie man die Experience für sich selber verbessern kann. Ja, für eine ganze Reihe von großen Websites gibt es Open Source und Third Party Clients, die eine ganze Menge Unsinn wegfiltern. Und man kann also zum Beispiel YouTube Clients, die also sich die den ganzen Kram von YouTube ausfiltern. Aber am Ende kann man, wenn man die Sites verwenden muss, wenn die weiterhin Dark Patterns verwenden, dann kann man da am Ende relativ wenig machen. Und speziell für Sites, die eben diese Third-Party-Clients nicht haben. Die Sites verändern natürlich auch dauernd ihre APIs, damit diese Clients möglichst nicht funktionieren. Ich weiß nicht wirklich, was wir machen können, außer uns immer wieder zu beschweren. Die Situation bei Open Source zu verbessern. Das ist leider ein bisschen traurig, aber wir versuchen es weiter und den Unterschied herbeizuführen. Ja, und das Internet zu reparieren. Aber ich weiß nicht, ob das demnächst passieren wird. Ich glaube, wir sind durch mit den Fragen. Vielen Dank für deine Präsentation und deine Antworten. Nice Easter.